Ja, dann, was bleibt mir groß übrig, als hier nochmal reinzugehen? Und endlich mal den Stern mitzunehmen? Oh, das ist nicht so. Oh, hier ist der Big Bully, den ich sonst wieder ewig gesucht hätte, vermutlich. Komme ich hier sicher irgendwo weg? Kann ich hier weg, bitte? Schwierige Sache. Also ich weiß zumindest, sollte ich das jetzt nicht schaffen, dass der große Bully hier ist. Das ist etwas, was man mitnehmen kann für später. Und jetzt ist es ja wieder so, jetzt komme ich hier nicht weg. Da ist ja nur Bowser-Zeug, hier komme ich nicht rein. Also sobald ich einmal hier unten gelandet bin, ist das bisher ein Schnittbereich. Voll cool. Der komplette Keller ist halt. Oh, was? Der ist schon da? Wieso das? Ich dachte, der kommt nach 20. Ja, wieder was falsch im Kopf, oder was? Nee, du bist. Oh, das hätte ich mich verarschen lassen. Das ist ein falscher Tod. Nein. Also ist der Keller doch nicht ganz für die Katz, sondern eher für den Has. Was ein Scheißwitz, ey. Ah, ich hasse sowas. Yes! What? Okay, ich bin gegen die Wand gejumpt, aber trotzdem hat es jetzt geklappt, nehme ich an. Was? Hallo? Okay. Oh, ich habe ihn halt sofort losgelassen, automatisch, nachdem ich gegen die Wand gesprungen bin. Deswegen dachte ich, oh. Was war das jetzt? Komm mal mit hier. Hier kann ich dich nicht so einfach absaufen lassen wie bei Star Road. Ich könnte dich in die Fackel da werfen. Ah, reagiert aber nicht drauf. Na dann. Hier komme ich ja nicht weg. Komme ich niemals durch. Ja, ich habe doch nur jetzt in die andere Richtung gedrückt. Muss mir nicht nochmals zeigen, dass ich durch kann. Hä, wo sind denn die Toads alle? Ah, oh nee, ich glaube, das war auch einer, den ich schon hatte, oder? Das ist ärgerlich, ich will die Toads finden. Ist hier draußen vielleicht einer? Kann das sein, dass hier im Du-Garten einer ist? Ah. Bin so verwirrt, wo diese Toads sein sollen. Naja. So, lass mich mal rein wieder da. Versuche ich mich nochmal an den Geierstern. Oder ich könnte in die Pyramide, je nachdem. Ich gucke, ah, fast wäre ich da reingeflogen. Jetzt nicht verarschen lassen von dem Ding. Nicht verarschen lassen. So. Nochmal bitte das hier, weil es so schön war immer. Und bitte diesmal irgendwo, wo ich gut rankomme. Das sieht doch schon wesentlich angenehmer aus. Ich freue mich sehr. Mario dreht dann seine merkwürdigen Runden trotzdem. Und dann, ey, komm, wir wollen das mal ein bisschen cool machen. An die Palme. Und ja, das war also mega cool. Das war so cool, da brauchte Mario erstmal eine Abkühlung und was. Meine Fresse. Peinlich, peinlich. So. Diesmal kann er nicht absaufen, da ist die Pfütze doch etwas zu tief. In the Tailings of the Big Bird. Und ich renne jetzt nur hier rein, weil ich keine Lust habe, wieder durch den kompletten Keller zu rennen. Nö. Dann machen wir das nämlich so hier. Alles klar. Hier war. Ich meine. Cool Mountain. Ja. Ah ja, der Spawnpunkt. Jetzt können wir das Penguin Race machen oder einfach mal ein bisschen rumsliden.
will eigentlich die Pinguinkinder finden. Hier ist eins. Das kriege ich irgendwie nicht so leicht. Ich hoffe, dass es das nicht ist, welches ich brauche. Gibt es das andere auch noch hier in der Nähe? Hier ist ein Stern. Okay, aber ich könnte jetzt auch das machen, theoretisch. Haha. Okay, ich habe dich wieder fallen lassen. Dann nehme ich den Stern eben, der leicht zu ergattern ist. So. Hätte man da theoretisch in die Kanone fliegen können? Das wär's gewesen. Im Kanonenschacht landen und den Stern haben. Naja. Jetzt aber. Ich glaube, der dritte Anlauf ist das? Ist das der dritte erst oder der vierte? Ich meine der dritte. Ich bin auch relativ nah dran schon wieder. Die Kamera lässt sich bloß nicht drehen, oder? Ich hab die Kamera schon wieder unnötig festgelockt hier, ey. Lass mich gucken, wann dieses Gitterding hier vorbeikommt. Siehst du mal. Ja, da hinten ist gerade ein Bulli gestorben. Ich hab's genau gesehen. Und endlich. Was war daran so schwer? Diesmal bin nicht ich gestorben, sondern der Bulli hat sich geopfert. Damit ich mal vorankomme. Lieber er statt ich. So. Ah ja, sehr cooles Standbild da gerade gewesen, aber ich möchte lieber hier hin. Oh, komm, wieder Wumms-Wucht, weil wir haben ja auch erst 2 Sterne. Ist aber eine angenehme Welt. Nee, du bist bloß ein normaler und nicht der Boss. Ich will den Boss machen. Nicht hier runterfallen, ich warte jetzt lieber. Lieber etwas warten, als runterzufallen. Mhm. So war das. What? Achso, hier ist das Loch für die Kanone. Hab ich schon gefunden. Ja, okay. Ist halt jetzt nicht so. Ach, schau mal. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank. Dann freue ich mich doch hier zu landen. Hätte nämlich sonst wahrscheinlich oben weiter geguckt, ob irgendwas ist. Blast away the wall. Ja, mein Gott. Also, wir müssen es jetzt ja nicht so richtig komisch machen. Ich kann jetzt auch die nächsten da mitnehmen. Ich lande sogar noch da. Was will ich denn mehr? Also, super easy an dieser Stelle. Wo ist er denn jetzt genau? Ich sehe es gerade gar nicht in der Kamera. Hä? Hä, bin ich jetzt blöd? War nicht noch einer irgendwo? Okay, nochmal anders hinstellen und gucken. Da! Aha, okay. Immer so eine richtig coole Welt zum Sammeln. Geht sehr leicht von der Hand. Damit haben wir ein Viertel von 100. Klingt das schon mal nicht wenig. Hatte ich dich? Du kommst mir nicht bekannt vor irgendwie gerade. Hä? War der schon immer da? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich war der schon immer da. Und durch die Perspektive dachte ich gerade, der ist erst frisch erschienen oder so. Ich check's nicht. Ich check's nicht, wo die Toads sind. Die müssen ja alle fast auf einem Haufen sein oder irgendwie sowas. Das, wenn ich jetzt hier mal die Bäume genauer angucke und jeden Winkel mir anschaue, sehe ich sie nicht. Und ich war jetzt hier ins Buhaus. Mache ich jetzt die Geister oder... Ja, komm. Ich probiere die Geister. Wie viele sind es? 5? Schauen wir mal. Leben bitte. Wie viele sind denn hier draußen? Ah, ne, es ist ein Auge. Und nur noch Augen. Hm. Ich habe aber nur Augen für die Geister. Ja, toll. Sag mir nicht, die fliegen da wieder alle oben beim Dach rum. Dann habe ich gar keine Lust drauf. Scheiße. Sieht mir aber fast so. Ah, ich sehe da schon wieder den Schatten.
wo keiner sein sollte. Da ist jemand. Nee, nee, nee. Ich habe den Schatten schon gesehen. Und weiß, da ist einer oben auf dem Dach. Das möchte ich nicht. Vergiss es. Dann doch lieber wieder Tiny Huge Island sogar. Jetzt ziehe ich echt Tiny Huge Island vor, als ob ich jetzt extra da oben aufs Dach muss. Ich glaube nicht, dass das im kleinen Areal ist, wo der Stern ist. Ne. Mann! Dann werde ich halt wieder schneiden, weil ich keinen Bock habe, da sind voller Leben. Ich damit zwar leben, aber dann hilft ja auch nicht viel weiter. Ja, ich möchte halt gerne mal zu TikTok Clock, aber es geht nicht. Ich finde die nicht. Ich finde es einfach nicht. Ich war doch auch schon bei Rainbow Ride, ne? Jetzt lande ich schon wieder hier. Willst du mich komplett verarschen? Warum lande ich denn jedes Mal dort? Oh, ich kann mir vorstellen, dass TikTok Clock am Ende von Hazy Maze ist. Das wäre ja was. Ich hoffe nicht. So, wieder mit der. Okay. Fliegt da auch komplett durch. Leave the Lava Land. Jetzt habe ich ja den einen Stern. Komm ab in den Vulkan. Okay. Scheiße. So. Nein, nicht gleich wieder angegriffen werden. Ist da oben was? Kann ich das schon sehen vorher? Ich glaube, da ist nichts. Verschwende meine Zeit, das so zu probieren. Ja, leider nicht. Rückzug, geht das? Ja. Ja! Was für ein Geschick plötzlich von meiner Seite. Ich lande sogar auf diesen Plattformen. Willst du mich komplett verarschen? Was ist denn los mit mir auf einmal? Wie geschickt war das denn? Ich kann ja mal was sogar. 26. Ja, und dann wieder hier durch, um mir den Kellerweg zu ersparen. Kein Gelaber von Bowser, zu gütig, tschüss. Ich mach nochmal die für Lava, denn es ging gerade so gut. Und ich weiß ja, wo der andere Stern ist. Warum eigentlich nicht? Dann wieder in den Vulkan. Oh ja, bitte am äußersten Zentimeter, ja? Damit ich da gerade so nicht in die Lava falle. Irgendwo stehe ich doch schon wieder so, dass ich nicht gut zum Vulkan komme hier. Ja, auf gut Glück einfach. Ja, der eine Bulli verabschiedet sich auch schon wieder. Und ich hole mir jetzt hoffentlich den zweiten Stern hier unten. Ja. Alles überhaupt kein Problem, sag mal. Wow! Manchmal geht's doch. Haben wir 27 und ja, wieder hier durch. Oh nein, wie oft muss ich das hier noch machen? So. Nee, nicht nochmal rum. So langsam geben wir aber doch die Möglichkeiten aus, wo ich mal was machen will. Aha. Warst du jemand? Ah. Du warst also keiner von den Toads, die ich schon mal angesprochen habe. Vielen Dank. Endlich mal einer von den dreien weg. Naja, ich komme zwar nicht dadurch, aber ich habe was Neues erreicht. Das ist ja nicht schlecht.